Und wieder ist irgendein Tier gestorben. Und etwas ist verhungert, weil es nicht schnell genug geschlachtet wurde. Ja, kann auch passieren. So, als nächstes baue ich wieder Türen mal ein. Davon haben wir nämlich auch ein paar rumfahren. Jedenfalls mal auf der Ebene hier. So. Und ein Puppy wird vermisst. Dead missing. Ja, wahrscheinlich wurde das hier zerquetscht. Das kann gut möglich sein. Und wir kriegen neue erwachsene Hunde. Was ist mit dir hier? Jagdbulle, bist du nicht zur Schlachtung? Ja, noch zwei Sachen müssen geschlachtet werden. Gut. Kevibor wurde geschlachtet, sehr schön. Ja. Käfigfallen sind alle bespannt. Was sagen die Floodgates? Die wurden gebaut. Also Building, Floodgate. War glaube ich X. Ja, genau, X. So, 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 so. Flat geht's. Gut, und jetzt müssen die ganzen Floodgates mit dem Lever hier verlinkt werden. Add Task Link Floodgate F. Floodgate, so, Mechanismus. Link Floodgate, das nächste. Und ich glaube, uns werden die Mechanismen nicht reichen. So, verlinken wir das erstmal mit den ersten drei Floodgates. Und sagen dem Manager, er soll noch mehr Mechanismen herstellen. Nochmal 20 Stück. So. Wie viel Holz haben wir? Ein bisschen was. Also. M. Nee, halt UM. So. Q. Bin. Wurde, nicht wurden, wurden, bin. 20 Stück. So. Ihr seid beim Rockpots machen. Sehr gut. Sogar Masterpieces. Und einer ist erwachsen geworden. Sehr gut. Finde ich sehr, sehr schön. Ich werde übrigens wahrscheinlich auf Höhe meines Friedhofes dann auch den Refuse-Stockpile neu anlegen. Und zwar Refuse-Stockpiles, wo Sachen drauf verfaulen, also den, den wir jetzt außerhalb haben, der muss auch außerhalb sein, also Abluft haben. Weil sonst bildet sich da Miasma, dass das und Miasma macht die Zwerge grumpig. Also werde ich wahrscheinlich hier oben, weil hier nichts ist. Und wir haben schon wieder einen verrückten Zwerg. Und er hat einen Craftsdorf Workshop besetzt. Mal gucken, ob er alles findet zum Arbeiten. Also er rennt schon mal los.
und schleppt einen schweren Granitstein hier an. Dann holt er sich einen Stein von da, okay. Und holt sich noch irgendwas. Leder. Holt er sich noch irgendwas. Und wir haben noch mehr Pötte. Jetzt braucht er noch irgendetwas. Er hat sich noch mehr Leder. Also Edelstein, Leder, das dürfte eine interessante... Okay, er hat nicht alles bekommen. Query ist Stein, Leder, er hat, müsste alles gefunden haben. Das ist jetzt nicht so gut. Wer bist du eigentlich? Ein Hauler. Naja, okay, der ist nicht so wild, wenn er stirbt. Aber ich müsste Gems und so weiter doch haben. Stacked Leather hat er sich geholt. Rough Gems hat er sich auch geholt. Stacked Leather. Shining Bars of Metal. Stacked Cloth. Cloth müssten wir auch haben. Stocks. Cloth. Ja, jetzt wo ist Cloth? Bins, Boxes, Bags, Cash, Chains, Cloth, da ist Cloth und davon haben wir Ropeweed und Pigtail Fiber Cloth. Tent Hides haben wir auch genügend. Was wir nicht haben, ist ein Barren aus Metall. Aber wir müssten jetzt mittlerweile genug Mechanismen haben, um den Lever hier mit Floodgates zu verbinden. Genau. Noch ein Floodgate. Und noch ein Floodgate. Das da unten nämlich. So. Und dann bitte den Lever pullen. Okay, wo kriegen wir Shining Bars of Metal her? Wahrscheinlich nirgendwo so schnell. Deswegen wird er grumpig werden. Durchdrehen und dann muss mein Militär ihn leider erschießen. Oder verprügeln, aber wahrscheinlich eher erschießen. Und da er nur Stoffsachen trägt. Brauchen wir uns auch keine Sorgen machen, dass die Holzbolzen ihn erledigen. Gut. Meine Zeit ist langsam auch wieder rum, sehe ich gerade. Erstmal platzieren wir hier noch Türen, dass die Grabkammern vor den Schmieden etwas abgeschieden sind. Und dann gebe ich noch eine Sache in Auftrag, nämlich fange ich mal die Planung hier an für Privatzimmer. Weil es kann nicht sein, dass immer alle da unten in der Kaserne schlafen. Deswegen gibt es hier oben erst einmal wieder einen Mining-Befehl. So, so. Und so zu Räumlichkeiten. Erst einmal einen zwei breiten Gang. Den machen wir ruhig etwas länger. So. Wahrscheinlich schon zu lang. Und dann brauchen wir hier Zimmer. Und zwar jedes Zimmer sollte drei breit sein. Ups, das war eins zu viel. So, machen wir einfach mal mehr Zimmer gleichzeitig. So, machen mit X die Signation weg. So, geht das.
ganz schnell. Ja, gerade falsch herum. So, so, so. X, remove designation hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier müssen wir das hier noch etwas breiter machen. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall eine Verbindung nach unten zu diesem Gang. Können hier den breiten Gang mal wegmachen. So. Sagen einfach, sie sollen hier diggen. So. Und hier machen wir dann auch noch mal Räumlichkeiten. Nee, nicht diggen, entfernen. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Machen wir erstmal nur fünf. Also 10 Zimmer. Und dasselbe wiederholen wir hier daneben mal. Minern. Ups. Escape. Designation Minern. Und zwar sind das 3x3. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Bis hier hoch. So, Remove Designation. Und Remove Designation. Ups. Das war falsch. Eins weiter hier die Designation removen. Und die zwei können wir removen. So, dann müssen wir hier. Und hier. Und hier. Und hier. Die Sache removen. So. Dann können wir hier die Verbindungen machen. So, so, so. Hier runter und fertig. So, jetzt werden schon mal 20 Räume für unsere Zwerge gemacht. Und hier unten werden wir Räume für Nobelleute hinmachen. Später werden wir auf jeden Fall für unseren Leader noch einen großen Raum brauchen, weil wenn wir unter Nobles gehen, der will schon ziemlich viele Sachen. Er will ein Decent Office, im Augenblick hat er nur ein Meager Office. Er will Decent Quarters und Decent Dining Room, er will also alleine essen können. Er will Chests, Cabinets, Weapon Rack und Armor Stand haben. Davon haben wir zum Glück noch was im Überfluss. Gut, um den Howler mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Der wird dann wahrscheinlich auch erstmal wieder in einen Coffin gesteckt. Auch wenn das nicht nett klingt. Was sagt das Ding? Das sagt, es braucht erst einmal jemanden, der es baut. Währenddessen sind meine Armbrustschützen schon mal ordentlich beim Schießen. Beziehungsweise beim Combat Drill, oder? Ah, die sind ganz unten, ja. Watch Dodging Demonstration, also die schauen sich Sachen an. Und er hat gerade keine Aktivität. Die sind beim Sparring, okay. Gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für diese Aufnahmesession. In der nächsten gibt es immer noch viel zu tun. Also erst einmal muss ich jetzt zwischen der Aufnahme gucken, dass ich im Therapist die neuen Zwerge alle mal einstelle. Und dann geht es daran, Schmieden, Schmelzen aufzubauen, noch einen Raum für die Eisensachen bereitzustellen.
Hier bräuchten wir auch noch einen Raum wahrscheinlich. Und natürlich unseren Refuse-Stockpile endlich mal nach innen zu verlagern. Ja. Gut. Also, bis dann.